Ja. Das ist doof. Ja. Okay, okay. Ah. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ihr müsst einen Ausgang finden, damit ihr diesem Ort entfliehen könnt. Ja, gut. Dummdiddledei, aus dir mache ich Brau! Ich will zermatschen! Okay, okay. Braucht ihr etwas? Oh, ich brauche neue Steinchen. Zum Glück habe ich ja immer welche übrig. Ich bin bereit. Ja. Ich werde es tun. Ich will zermatschen! Na komm, den machen wir etwas schneller kalt. Los, spuck es aus. Ich will zermatschen! So, jetzt sollten wir eigentlich speichern können. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Ah, das hier ist sehr schwierig zu friemeln. Da ist nur Geld drin, okay. Da ist ein Langschwertgriff. Hm, ich helfe in Bayerwans Namen. Es soll geschehen. So, das ist eine Zelle, eine weitere. Das sind eigentlich alles nur Zellen hier gerade. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Auf geht's. Kein Problem. So, Imoin, guck mal, was du öffnen kannst. Hi. Ist was los? Ihr könnt euch auf mich verlassen. Fragt nur. Ich tue dir weh, wenn es sein muss. Achso, mein KI habe ich ausgeschalten. Wann habe ich die ausgeschalten? Keine große Herausforderung. Zeit aufzubauen. Also hier lang? Ach, noch mehr Kotau. Obwohl, waren das da oben nicht eigentlich Dings? Ja, das waren Sahugin. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartig ja, verstanden bringen würden. So, das Problem ist. Diese seltsame Tür wirkt so, als ob sie nur von einem Gedankenschinder geöffnet werden kann. Ja. Geht für die beiden Türen. Ich war. Was möchtet ihr? Und wir können mal einen Blick ins Tagebuch werfen. Ja, ja, Laxis Intrigen, Anhänger des Gaunogars aufspüren. In Gefangenschaft der Gedankenschinder. Gehen wir mal durch. Ich bin auf eine Ansiedlung der Gedankenschinder gestoßen. Ich stecke in ernsthaften Schwierigkeiten. Ich soll in ihrer Kampfgruppe um mein Leben kämpfen, zu ihrer Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob man aus dem Herz einer Gedankenschinderfestung überhaupt entfliehen kann. Sie erkennt ihre Macht kaum Grenzen. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der von den Gedankenschinden gefangen und zum Kämpfen gezwungen wurde.
Eine Gruppe von Gifienki ist ebenfalls hier. Es scheinen die gleichen Gifienki zu sein, die Simon Havarians Schiff angegriffen haben. Ich hoffe, dass sie sich jetzt als freundlicher erweisen. Immerhin sitzen wir jetzt im gleichen Boot. Ihr Hass den Delfinen gegenüber macht sie vielleicht zu Verbündeten bei einem Fluchtversuch. Der Anführer der Gifienki, Simjas, hat mir einen Plan vorgeschlagen. Seine Männer wollen ihre Kräfte einsetzen und versuchen, die mentale Energie der Gedankenschinde in der Arena abzublocken. Wenn das möglich ist, könnte es mir gelingen, die Tore der Arena zu öffnen und in die Stadt der Gedankenschinde zu fliehen. Wie es dann weitergeht, wird sich weisen. Ich weiß nicht, ob ich Simjas vertrauen kann, aber mir bleibt wohl kaum eine andere Wahl. Eine seltsame Tür hindert mich daran, meinen Weg durch die Delfinenstadt fortzusetzen. Außer den Gedankenschindern selbst kann wohl nur ein Wesen von großer Macht die Tür aufbrechen. Elminster, wo bist du, wenn man dich braucht? Okay, schön. Ja, und die Türen werden wir nicht knacken können. Brauchen wir auch nicht wirklich. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Erzählt mir mehr davon. So, welchen Raum brauche ich jetzt als erstes? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Weil es gibt zwei Wege. Einmal den hier und einmal den hier. Der hier sah schon mal richtig aus. Er sah schon mal relativ nervig tödlich aus. Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Manus, Potentis, ja? Eigentlich gegen einen einzelnen Gedankenschinder reicht eine gute Portion Hass. Okay, das hier ist der falsche Raum. Der Gedankenschinder da war wichtig, aber das ist nicht so schlimm jetzt gerade. Oh, ein Level-Up für Yahira. Das ist doch mal gar nicht mal so schlecht. Die Dienerin der Natur ist bereit. Einstellungen, das runter. Yahira Stufenaufstieg. Rettungswürfe, ziemlich stark reduziert. ETW, ein Trefferpunkt. Ach so, weil sie nur eine Krieger-Aufstufung hatte, ja. Sah jedenfalls so danach aus. Fragt nur. Ich warte, was immer ihr wünscht. So, der nächste Raum müsste elifidenfrei sein. Ja, wenn ihr es wollt. Genau. Ihr untersucht die seltsame Maschinerie und stellt fest, dass sie offenbar irgendeine Flüssigkeit in die Blutbahn der bewusstlosen Oberflächenbewohner pumpt. Ihr untersucht die Maschine genau und entdeckt eine Röhre, in die ihr weitere Flüssigkeit schütten könntet. Ja, da ist jetzt da oben der Illifid respawned. Die Maschine ist voller Energie. Ihr streicht mit eurem Finger über die glatte Oberfläche und spürt, wie ein elektrisches Kribbeln durch euren Körper fährt. Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ihr, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Fragt natürlich. Ach ja, natürlich. Ich musste doch erst nach da oben. Weil, wenn ich jetzt richtig weiß, genau die Blutbecken kann man benutzen. Ja, das hatte ich vergessen. Sch-
Schwerter, stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Zum Glück ist der Dungeon recht fast forward. Ja, er ist respawned. Schon erledigt. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Nächstes Mal. Ich bin bereit. Ich warte aber gerne. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Ja, verstanden. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ja. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, okay. Schön. Ja, hi, Talisa aus. Au. Ich war keine große Herausforderung. Eigentlich dürfte er jetzt noch nicht respawned sein, hoffe ich mal. Nee. Dieser Bottich ist mit einer blutroten, öligen Flüssigkeit gefüllt. Ich kann nichts mehr tragen. Ihr hebt das doch für mich auf, oder? Ja. Hefidenserum. Dies ist eine schwere metallische Flüssigkeit, die eine kleine Kugel bildet, wenn sie eure Handfläche schüttet. Wenn man das Fläschchen öffnet, bringt euch der Geruch nach verfaulten Eiern zum Würgen. Der Geruch ist zwar widerfährlich, aber es reicht schon aus, um aus einer der Flaschen zu schnuppern, um eure Sinne zu schärfen. Ich kann nichts mehr tragen. Ihr hebt das doch für mich auf, oder? Laden wir noch mal. Ich bin jawohl, wie ihr wünscht. Ja, das Elifidenserum war eine Sache. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Habt ihr einen Plan? So sei es denn. So, jetzt schnell raus hier, bevor der uns wieder auf die Sack geht. Das ist übrigens der einzige Defeat, der respawnt. Ja. Gut, ich habe sie aufgeweckt. Ich bin so müde. Ihr habt uns befreit, Fremder. Dank Sail Marty. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Horror es war. Ein Albtraum nach dem anderen, ohne eine Möglichkeit zu erwachen. Dank sei euch, ewiger Dank. Mein Name ist Karnis Hochburg von Myrtama. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, euch angemessen zu entlohnen. Ach, für den Anfang könntet ihr mir erzählen, wie ihr hier gelandet seid. Ich weiß es nicht genau. Wir waren Teil einer Expedition auf Abenteuersuche im Unterreich. Ha, es war nicht gerade das, was wir erwartet hatten. Das könnt ihr mir glauben. Wir starteten in Myrtama und waren für etwa eine Woche im Unterreich, vielleicht ein wenig mehr. Ich hörte ein Geräusch und dann wurde alles grau und verschwommen. Diese Gedankenschilder müssen uns überrascht haben. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, waren diese Maschinen. Es war seltsam, man konnte alles sehen und wahrnehmen, aber nicht wirklich. Sie benutzten irgendwie unsere Geisteskräfte, um diese Maschinen dort anzutreiben. Sie stellen Halsketten her, nein, eher Halsbänder, mit denen diese Gedankenschilder ihre Sklaven kontrollieren. Werdet ihr ebenfalls gefangen worden? Ich kann mir nur vorstellen, dass der nächste Satz Halsbänder für euch gewesen wäre. Gut, dass ihr entkommen konntet. Glaubt ihr, diese Hauskrausen würden bei Elifiden funktionieren? Wisst ihr, wie diese Maschine arbeitet? Ich glaube, sie würden. Ich sehe keinen Grund, warum sie es nicht tun sollten. Und die Maschine, die ist eigentlich recht simpel, aber ich glaube, sie ist nicht voll aufgeladen. Ihr könntet nur ein paar machen.
Ich schätze, ich muss euch fragen, plant ihr eine Flucht? Habt ihr eine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen? Noch nicht, aber ich habe vor, hier zu verschwinden, ja. Ja, natürlich. Meint ihr denn, dass ich hier meinen festen Wohnsitz anmelde? Ich habe einen Plan. Wir werden sehen, ob ich ihn verwirklichen kann oder nicht. Ich werde irgendwann fliehen, aber ich habe kein Interesse, euch mitzunehmen. Nehmen wir mal die drei. Also, wenn ihr einen Weg hinausfindet oder die Gedankenschilder irgendwie stoppen könnt, können wir die Stadt selbst verlassen. Ich kenne ein Versteck mit Ausrüstung, wenn wir unseren Weg wiederfinden. Ich kann meine Leute selbst wieder an die Oberfläche bringen, aber ihr müsst uns einen Weg hier raus zeigen. Nehmt es mir nicht übel, aber ich glaube nicht, dass wir diese Gedankenschilder selbst herausfordern können. Wir werden hier warten, bis wir verschwinden können, und wir werden für euch beten. Ich hoffe nur, dass ihr unser Leiden endgültig vorüber ist. Führt mich, ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig.